enttäuscht. Moin und herzlich willkommen hier vom Flensburger Hauptbahnhof. Mein Name ist Jari und heute spielen die Recken aus Hannover gegen die SG Flensburg-Handewitt. Und jetzt fragt ihr euch, warum bist du dann in Flensburg um 8 Uhr? Es ist 8 Uhr. Was machst du um 8 Uhr in Flensburg? Ich begleite heute den Sonderzug aus Flensburg nach Hannover. Über 600 Menschen, die richtig Bock haben auf eine kleine Party im Sonderzug. Und da nehme ich euch mit. Viel Spaß. So, wir gehen rein. Hier ist der Bahnhof von Flensburg. Da vorne stehen auch schon die ersten Menschen. Es geht los, ey. Es ist jetzt so 8.30 Uhr oder was? Und so langsam fühlt sich das hier schon. Das ist ja krank. Es ist ein Sonntag. Wo es noch ein frisches, ne? Oh, kein Plop. Das ist die größte Enttäuschung meines Lebens. Ah. Plop. Es ist ja geil. Es ist 8 Uhr morgens und ihr knallt euch hier die Biere rein. Ja, was sollen wir sonst machen? Was erwarten wir, Uke? Einen schönen Tag mit viel Bier. Einer tollen Zugreise. Und viel Bier. Wir haben halt alles gedacht. Passt nix, belegte Brötchen, Wasser. Ach, ihr seid vorbereitet. Ja. Ihr habt es doch einfach durchgespielt. Das letzte Ding. Und was macht die SG heute? Was meinst du, in Hannover? Plus 10. Plus 10? Ja, ja. Die können nix. Alter, plus 10? Naja, ich glaube plus 3, 4. Das wäre schon gut. So, mal gucken, wie es auf dem Gleis aussieht. So, es ist 9.10 Uhr und die Türen sind aufgegangen, alle sind reingelaufen. Ich habe gedacht, hier ist noch ein bisschen mehr los. Ich habe gedacht, hier wird noch ein bisschen mehr Randale gemacht am Bahnhof. Vielleicht kommt das gleich noch. Vielleicht kommt es gleich. Ich hoffe es. Sag mal, Sonderzug, da steht's, ne? Hast du Bock? Logisch, Alter. Bei jeder Fahrt dabei gewesen. Immer Bock, immer geile Tour. Ja, diesmal nur 600. Geht natürlich auch um was, aber ist halt nicht das Spiel um die deutsche Meisterschaft wie der letzte Sonderzug. Waren da mal mehr dabei, oder was? Ja, da waren, glaube ich, 200 mehr dabei, aber da ging es ja auch um die deutsche Meisterschaft der 2019 nach Düsseldorf. Und heute nur eine kleine Tour, aber lohnt sich ja gar nicht hinzusetzen im Zug, weil 3 Stunden fahren wir ja nur. Ja, so. Also nur die ganze Zeit stehen und das Bier am Hals. Ja, Bier ist immer schlecht, weil da muss man ja so oft aufs Klo. Ja, stimmt. Man nimmt lieber irgendwie eine kleine Mischung. Ein Cola-Getränk ist immer gut. So. Nee, 9 Uhr morgens ist ja mitten am Tag. Also das letzte nach Düsseldorf, glaube ich, waren wir mit Zug einräumen vorher von den Fanclubs irgendwie um 5 hier oder so. Also wir konnten richtig gut ausschlafen. Deswegen sind wir auch alle so fett. Ja. Oh, ist das schön. Ja. Kennst du mich noch? Ja. Ja, guck mal. Leute. Und wir sind diesmal nicht alleine. Ja, ist das geil. Weißt du, was ist das? Warum seht ihr so aus? Ja, weil wir das einfach cool finden und wir sind Geschwister. Also. Ja, dann macht das Sinn, dass ihr so aussehen. Das macht das Sinn. Hey! Immer Flensburg! Hey! Serviert für die Wikinger. Oh, ich muss rein. Muss ich rein, oder was? Einsteigen? So, dann gehen wir mal rein, ne? In die gute Stube. Ach, guck mal, das ist ein ganz normaler Zug hier. Mal gucken, was hier passiert. Schönen guten Tag. Hallo. Ist ja geil, hier ist euch schon Party, oder was? Total, Hammer. Schon voll drauf, alle Lust, alle Bock. Ja, geil. 2 Punkte. 2 Punkte? Ja, auf jeden Fall. Oh. Ja, gut. Deswegen auch der Schottenrock, wir sind zu geil, sich Winter abzunehmen. Der Zug hat keine Bremse. Yari, 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 oh. Cooler Typ mit dem Sonderzug. Du hast ja sogar so ein Megafon am Start. Kannst du schon mal was anstimmen? Oder schon zu früh? Zu früh, da musst du auf den Ausfahren. Ah, okay. Müssen wir noch warten. Aber irgendwann machst du das, ja? Darf ich auch? Ich hoffe, ich kriege auch mit in die Halle. Hallo. Nur die SGW. Prost. Also ich glaube, an Getränken mangelt es hier nicht. Überall steht das Flens hier, ey. Überall. SGW! Helm, der ist noch aus Köfte, als er mit der SG mal in Köfte war. In Köfte? In Schweden. Oh, da lag ich auf dem Grabbeltisch. Und er war so passend. Hast du mitgenommen? Gleich mitgenommen. Ja, geil, ey. Ja. Ja, ich bin für den kreativen Teil. Du bist der Kosmetikbeauftragte. Prost! Nur die SGW! Nur die SGW! Das Ding ist doch immer alles voll. In den Nord? Ja gut, aber nicht bei mir hier. Ja, das Ding ist doch immer alles voll. Wir auch. Wo sind deine Sticker? Ja, wir haben ja recht, hier sind die Sticker. Wir haben die Sticker. Wir haben auf die Sticker, Jari. Immer muss ich stickern jetzt. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen getäuscht. Hier geht doch die Luzi ab. Ich hatte schon ein bisschen Angst, ne? Als da am Bahnhof nicht so viel los war. Dachte ich so, oh. Aber mir wurde auch gesagt, ich war um 8 Uhr da ungefähr, 8.30 Uhr so. Und mir wurde aber gesagt, dass die meisten Fans schon ab 6 Uhr da standen und getanzt haben zum Pur-Party-Mix und was auch immer. Also hier geht's doch ab. Ja! SG-Sonderzug, gemeinsam alle in Blau.
von Flensburg in die Welt hinaus. Zack. Oh nee, Kreuzworträtsel. Ah, und hier ist der Ablaufplan, yo. So, wir von deinen, wir nehmen ja nicht nur zum Beispiel hier diese tollen, coolen kleinen Armbänder, was mega, mega süß ist, danke, sondern wir geben natürlich auch sehr gerne zurück. Und deswegen haben wir jetzt in Kooperation mit unserem Partner Deutsche Vermögensberatung eine Aktion ins Leben gerufen. Und zwar habe ich jetzt hier so kleine Sticker kreiert, ne? Yari approved. Und wenn ihr diese Sticker irgendwo seht, ich werde die an meinen Spieltagslogs überall verteilen, wo ich denke, so, das ist geil, das ist Yari approved, dann sticker ich den darauf. Und wenn ihr diese Sticker findet, dann macht ein Foto davon, ein Video, ladet das als Story bei Instagram hoch, vertaggt die Deutsche Vermögensberatung und dein. Und dann habt ihr die Chance auf ein Dein-Hoodie oder dreimal im Jahr ein Juri Knorr-Trikot. Hey? Hallo. Moin. Guck, hier ist der Chef. Das war der Chef. Dirk. Also, wenn ihr die seht, Foto machen, hochladen. Ihr macht eine Choreo, oder was? Wir machen Gruppe. Ja. Das ist ein bisschen billig gesagt. Also ein paar Luftballons, oder? Ein paar Luftballons, ein paar Wurfschlagen. Geil, ey. Sagen wir mal so, strahl das bitte nicht aus, wenn Hannover das sieht, weil dann wissen die, was mit mir alle schmuggelt. Guck mal, hier scheint jetzt Party zu sein. Dann gehen wir mal runter. Wie ist die Stimmung? Sehr geil. Sehr ja? Geile Stimmung am Boot. Auf der Reeperbahn, lass doch mal bei. Was? Ja, wie? Ja, ja. Ohne dass ich trinke, kann ich ja nicht sagen, dass es approved ist. Das stimmt. Das stimmt. Ich einmal machen. Oh, da ist der Sprit drin. Aber er schwimmt. Was sagen willst du, meint euch auch noch, aber das ist das gleiche drin. Oh, nee, den brauche ich nicht. Lass mal weg. Was denn? Mein Kleber, Junge. Er hat meine Sticker geklaut. Ja. Er hat meine Sticker geklaut. Ja. Auf die Fresse! 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 Komm schon, rück die Sticker raus! Schalalalala! Komm schon, rück die Sticker raus! Schalalalala! Komm schon, rück die Sticker raus! Alle wollen die Sticker. Muss ich jetzt hier alles approven, oder? Kommt hierher! Nehmen! Hier rauf, oder was? Auf dein Handy? Rauf, Magal, rauf! Was sagt deine Frau dazu? Ich hab keine. Lauri ist geproved! Lauri ist geproved! Tambasi, arbeit noch! Ist der schon mal drauf? Dann komm mal hier, Chris ein! Bist du approved, yes. Mein Freund? Ich approved! Alle, alle, alle! Leute, ich muss mich kurz mal retten hier. Das brennt ja komplett. Du kommst ja nur durch, wenn du was trinkst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn das riecht hier so richtig, es riecht hier so richtig geil nach Wurst, Bier und Schweiß. Das kann er gar nicht du sagen. Das. Wurst habe ich noch nicht gehabt. Du musst das. Es duftet. Es duftet. Es duftet nach Auswärtssieg. 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 Ich liebe den Vibe hier. Es ist so geil. Alle rasten aus, alle sind am Tanzen, alle haben Spaß. Ich muss mich wirklich vor Bier verstecken hier. Also mir wird hier Bier um die Ohren geschmissen. Trink jetzt auch ein, nimm hier doch ein, komm, trink doch ein. Und ich immer, nein, Leute, ich kann nicht. Ja. Ja. So, wie gefällt's dir jetzt? Es wird besser. Wie geht's euch hier so? Ja, auch geil. Ja. Ihr habt Spaß, ja? Ich bin der Fahrer leider. Weil das wird richtig gut heute. Flensburg an der Weg, wir kommen mit. Hey! Passt nicht rein. So, Freunde, da sind wir. In Hannover. Es geht los. Denk gerade auf Index, Junge! Du stehst auf Index!
Flensburg, Super Flensburg, Super Flensburg kann gewinnen. Super SG Meister. Komm, gib mir was, gib mir was. Ja, wunderbar, das ist doch geil, oder? Ja, das ist. Macht doch richtig Spaß. Ja. Und jetzt noch ein Sieg und dann läuft das. So. Und dann nochmal pullern, ne? Jo, und dann nochmal pullern. Ole, ole! Das ist mega geil. Die haben die Trommeln auf dem Rücken. Das ist aber innovativ. Ne? Man muss auch innovativ denken. Wahrscheinlich gibt es das schon überall. Ich sehe es zum ersten Mal. Ich finde es toll. Davido! Das ist richtig schnell. Nicht mit, Mali, oder was? Nee, die hinten. Ja. Mir ist das egal, Alter. Ich schwinge auch hier. Das ist in Ordnung. Ich nehme auch Yari dabei. Yari! Yari! Yari ist ein echter. Lass das. Ist ein echter. Lass das. Ist ein echter. Lass das. Lass das. Lass das. Ist kein echter. Ich kenne ihn. Oh, Leute, die hinten haben aufgeschossen. Also, mach ich jetzt schon mal geil. Mama, die Arme noch. Komm schon, Leute. Mama, die Arme noch. Schalala. Ich bin ja so schnell begeisterungsfähig, weißt du? Ich habe jetzt so direkt Bock mitzusehen. Aber ich darf natürlich nicht. Mach ich natürlich nicht. Aber es ist schon geil. Es ist schon geil. Schon obergeil. Katrin, die Hannover fällt bestimmt bald ab, wenn wir uns alle sehen hier. Ja. Halleluja. Ja. Aber alles gut. Aber so ein bisschen verlaufen haben wir uns schon, glaube ich. Ne? Bitte? So ein bisschen verlaufen haben wir uns schon. Ich glaube schon. Ja. Also 2 Kilometer sind ganz schön lang, aber das ist, glaube ich, ein bisschen mehr jetzt. Du warst sogar eher auf dem Fahrrad, Alter. Und wir, ihr habt den besten Job hier, ne? Was? Definitiv. Das ist geil. Macht ihr gut. So, ich glaube, die SGW kommt und wir sind da. Das ist die ZAG Arena. Da geht's jetzt rein. Da wird jetzt Stimmung gemacht. Guckt ihr das mal an. So, du willst jetzt tauschen, oder was? Auf jeden Fall. Mein Sticker hier gegen deinen. Was hast du für einen Sticker? VfL Gladbeck. Gladbeck? Ja, ja, sicher. Da müssen wir tauschen. So, du kriegst den hier mit. Ja, geil. Vielen Dank. Ich werde dich ehren. Dankeschön. Viel Spaß noch. So, Freunde, ganz viele wollten gerade schon Sticker haben vor der Halle. Und jetzt wagen wir den großen Coup. Guck mal da, ne? Da ist zum Beispiel ein Hannover-Sticker auf dem Auto. Hier ist der SG Flensburg-Handewitt-Bus. Und wenn keiner guckt, ne? Dann gibt's jetzt hier mal ein Yari approved. Zack! Bob, das Ding ist Yari approved. Liebe SG, ihr seid Yari approved. Ihr habt's geschafft. So, Leute, ich hab meine Akkreditierung. Da kommt Lennart, ich hab meine Akkreditierung nicht da. Danke. Ja. Danke. Mini hättest. Ne? Ja, Mann. Willst du Sticker haben dafür? Ja, hier, kleine Kirche drauf. Ja? Ja, klar. Okay. Lennart Wicken Johannes ist hier mit. Geil. Auf meine starke Brust. Yari approved. So, mein Freund, was erwartest du vom Spiel? Hier noch vor der Arena. Ich bin auch wieder heißer Tanz ausverkauft. Ja. Bin sehr gespannt, wie Hannover das verteidigt. Ja. Flensburg eher Probleme gegen offensive Abwehr rein. Von daher wird es euch ein heißer Tanz. Und es gibt Stimmung. Es gibt Stimmung. Es gibt Stimmung. Ein heißer Tanz. So, wir gehen rein in den Tempel. Da ist er. Hier geht's gleich richtig ab. Dann jetzt nochmal herzlich willkommen zusammen mit unserem Partner Arnes. Willkommen zur Montage. Hier ist die SG.
Feuergranate. Was hast du? Da ist die gute Ware. Willst du tauschen, oder was? Ja, aber auf jeden Fall. Okay, was steht da drauf bei dir? Toni und Toni on Tour. Toni und Toni on Tour? Da kommt Toni. Das ist der Toni. Ich habe hier so einen Jari-Fuchs, Digga. Ja, herrlich. Braucht ihr zwei, oder was? Ja. Hast du zwei? Ja, ich habe zwei auf Tasche, ja klar. Ich habe doch zwei auf Tasche. Guck mal hier. Jawohl. Ich krieg den hier, was? Ja, natürlich. Geil. Dann, den müsst ihr euch noch irgendwo hinkleben, ne? Auf jeden Fall. Hier irgendwo. Ich brauche die gar nicht mehr irgendwo hinkleben, weil ihr sie alle selber haben wollt und euch ertauscht. Das war zwar nicht das Prinzip, aber ich find's mega. Also, wenn ihr Sticker haben wollt, dann kommt gerne mit euren Sticker zu mir und dann tauschen wir die. Aber damit ihr hier auch alle gewinnen könnt, ne, habe ich hier vor der ZRG Arena, zack, gibt's jetzt hier. Jari approved. Approved. Also, fotografieren, in eure Story posten und dann habt ihr die Chance auf einen Dein Hoodie. Und auf ein Juri Knorr Trikot. Also, let's go. So, jetzt war gerade Halbzeit. Was meinst du? Wie läuft das Spiel bis jetzt? Ja, also nach 3-0 Führung. Greife Hannover und unentschieden Halbzeit. Ich denke mal aber, dass wir in der zweiten Halbzeit den Schalter umdrehen und das Ding noch gewinnen. Ja. Also ärgerlich jetzt, oder? Die Sticker! Ihr braucht Sticker? Ja! Ja, guck mal hier, ich hab einen. Oh, nicht streiten da drum. Nicht streiten. So, und jetzt, ihr macht Ching Chang Chong. Um den letzten. Ah, mein Spaß, ich hab noch einen. Warte. Guck mal, hier ist noch einer. Ja! Danke! Ja, danke euch! Viel Spaß! 600 Fans waren heute dabei. Schon krass, oder? Im Zug. Ja, auf jeden Fall. Das ist, wie die uns unterstützen, wenn wir hier sind, vor allem auch in Hamburg sind. Ich habe das Gefühl, dass wir dreimal Hamburg gespielt letztes Jahr. Und alle dreimal waren wir eigentlich zu Hause. Das ist schon krass, dass die uns so gut unterstützen. Ja. Das sind wir sehr dankbar. Ich bin im Zug mitgefahren, Alter. Das war so krass. Das war total heftig. Die Stimmung war mega, da war richtig was los. Ja, das glaube ich. Das denke ich, war schon ein gutes Erlebnis für die alle. Das ist schon krass, wie die uns unterstützen. Ja. Aber schade trotzdem, dass ihr. Auf jeden Fall. Dass ihr es nicht mitnehmen konntet. Für uns ist das nur nach vorne gucken jetzt. Wir liegen natürlich nicht da, wo wir wollen, aber wir haben Punkt am nächsten Spiel. Da gucken wir mal, wo wir am Ende sind. Ist echt ärgerlich mit der Unterstützung, die wir heute bekommen haben. Und dann, wir hatten schon die Möglichkeiten, aber ja, so ist es anders. Super enttäuscht. Ohne Scheiß, wir wollen irgendwie deutscher Meister werden.
dann können wir weder in Gommersbach noch heute irgendwie so eine Scheiße abliefern. Ich glaube, das macht die Mannschaft nicht mit Absicht, aber ohne Scheiß. Wir wollen deutscher Meister. Und dann dürfen wir ja weder in Gummersbach einen Punkt holen noch heute verlieren. Zu Hause in Magdeburg lasse ich durchgehen, aber ansonsten, ich hätte heulen können. Wirklich, weil das geht mir so auf den Sack. Und wir haben irgendwie, die Chance war da. Ja. Und aber es war doch ein toller Tag, oder nicht? Der Tag. Jetzt aber was zum Tag, nicht nur meckern. Ich habe nicht gemeckert. Der Tag ist cool, aber am Ende des Tages fahren wir mit 0 Punkten nach Hause. Und das ist für den Arsch und das sollte sein. Was sagst du? Also geil ist erstmal, dass ihr von dahin alles mitmacht. Das wollte ich, ja. Von A bis Z, richtig geil. Aber nicht geil ist, dass wir halt keine Dominanz zeigen. Wir sind die SG Flensburg Handewitt. Um lass es vor uns zu zitieren. Wir sind die fucking SG Flensburg Handewitt. Kannst du wegpiepen. So. Aber das geht so nicht. Du kannst hier nicht mitspielen und dich freuen, dass du irgendwie die Chance auf ein Unentschieden hast. Das geht nicht. Das geht nicht. So, und daran müssen wir schleunigst arbeiten. Ob es der Kapitän ist, ob es Trainerteam ist, weiß ich nicht. Das nervt uns. Aber Tag war trotzdem toll, eigentlich, bis dahin. Tag war doch super. Stimmung war gut. Stimmung war doch geil. Wir sind schon wieder. Ja, komm, jetzt müsst ihr aber aufhören, jetzt hier so miesepetrig zu sein. Wir sind jetzt mal ein bisschen. Da sind wir eigentlich auch nicht. Ja, eben. Es war ein toller Tag. Ist blöd gelaufen. Aber jetzt geht's auch weiter. Kannst du ja nicht nach Hause fahren und sagen, war alles gut. Das wollen wir einfach. Ja, wollen wir auch nicht, aber wir waren geil. Stimmung ist geil. Ja. Ist geil, ihr macht das gut, alles so. bestens. Und, ja. Ihr könnt noch ein bisschen Freibier für irgendwie springen lassen. Geil, Alter, wenn du jetzt sagen würdest, Alter, Freibier für alle, wie geil wird das dann? Das kann ich aber nicht, ja. Aber schön, ja. Nee, alles gut. Danke, Bella. Ja. Boah, Leute, das war aber was. Ey, hier wurde, auf diesen Straßen wurde eben gerade noch gefeiert und gesungen, als wir hingelaufen sind. Und jetzt ist hier nichts mehr los, die SG verliert. Vielleicht auch ein bisschen zu Recht in Hannover. Schade, so ein Unentschieden wäre doch für alle toll gewesen, auch für mich, der jetzt als Unbeteiligter in dem Zug mit nach Hause fährt. Aber so ist es. Vielen, vielen Dank, dass ihr das bis hierhin geguckt habt. Freut mich sehr. Ich hatte großen Spaß heute wieder. Ganz toll, dass ich das immer wieder miterleben darf, mitmachen darf. Und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Spieltagsvlog schon ganz bald wieder. Vergesst nicht, ne? Stickern. Sticker, Fotos machen, posten und dann könnt ihr was gewinnen und tschüss. Mehr Handball-Vlogs aus Liga 1 und 2 findest du